Was, wenn du gehst? Ernsthaft? Ich hör auf, meine Area zu claimen. Was? Hä? Ich hab das. Warte mal, hab ich das vergessen zu endclaimen um deins herum? Ja. Tatsache. Drumherum und dann eine Wand hochziehen. Jetzt musst du aber warten, ich muss mich erstmal um die Kühler drüber kümmern. Boah. Ja, kannst du erst die Kühler pusten? War bestimmt Melvin, der hat gepupst. Na, ich pups nicht ins Mikro, Ike. Ich auch nicht. Das war so gelogen. Ich tu nur so. Also Melvin... Sense Energy. Ja. Reicht das? Oder doch, oder nur das? Ich will meine Base auch noch erweitern, ne? Ey. Welche Base? Boah, die wollte ich gerade claimen, du! Hast du einen Controller? Oder was bist du vor einer? Nein, welche Base? Also, ich sehe nur, dass das alles mir gehört. Okay, wir haben jetzt gerade. Gott, sind gar nicht was Plays. Fünf? Doch, ich glaube, ich hab's fast. Ich kann trotzdem was platzieren. Ja, ich hab's jetzt wieder frei gemacht. Ja, ich hab euch doch bei mir so weit getrustet, dass ihr bei mir auch setzen und abbauen könnt. Das heißt, wenn ich deins claime, kannst du es trotzdem, kannst du da trotzdem bauen. Mock-Loot kommt da rein. Ich fühl da ein bisschen. Oh, ganz gefährlich, was ich hier mache. Ganz gefährlich. Ja, bitte fall runter, bitte fall runter, bitte fall runter. Ey. Ja? Nur was? In der letzten Ecke. Sowas wünscht man einem doch nicht. No. Okay. Ich schon. Na dann, wenn das so ist. Oh. Ach, dann ist das halt so. Was ich mir bei Melvin schon alles gewünscht habe. Das dürfte man keinem erzählen. Ich denke, ich wäre ein Psychopath. Was bist du denn für einer? Ein Psychopath. Hm. Ging's grad. Was? Das hört man? Yep, also ich hab's gehört. Ich nicht. Auch nicht. Ja, ich wundere mich, dass du das gehört hast, weil ich hab's selbst fast nicht gehört. Oh, ich hab's auch gehört. Also ich sag mal so, ich hab gute Ohren durch die Kinder da. Ich höre so einiges, was man eigentlich gar nicht hören möchte. Ich dachte, du wärst eher taub gegen deine Kinder. Ganz das Rotten Flash auf Oscar? Warum sollte ich wegen meinen Kindern taub sein? Ja, also. Andersrum, wenn ich anfange zu brüllen, sind die Kinder taub. Ja, dann eher das. Ich watsche hier gerade sinnlos umher. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was hier? Hm? Hier? Was? Wieso? Du wolltest sicherlich die Flux-Blocks, die liegen hier. Ja, genau die wollte ich. Na gut, aber ich glaube, ich gehe fürs erste mal offline. Was? Du musst. Es steht nicht im Vertrag, dass. Ey, du musst einen Tyrox ersetzen. Du musst jetzt die ganze Nacht durchmachen und zocken. Boah, nee. Ich sehe schon, komm, das Projekt endet irgendwann und du bist immer noch so weit wie jetzt. Es kann halt wirklich so sein. Ja, aber warum? Dann frag doch, wenn du irgendwas wissen willst, frag doch. Du hast doch einen sehr vertrauenswürdigen Pascal da. Ich habe sehr vertrauenswürdige Mitbürger, die wollen, dass ich sterbe. Das solltest du nicht auf alle projizieren. Wenn du brauchst, frag ernsthaft. Ich bin bereit zu helfen, jederzeit.
Okay. Und wir sind ja nicht in Stranded, dass ich sage, ich brauche Dirt und dich dauerhaft hintereinander töte. Das ist halt ja. für Erde töten. Ja, ja, auf dem Wüstenplaneten, in dem Modpack ist. Yep. Und oh, da braucht man Erde. Und wir hatten genug Erde. Zum Schluss, als ich dann die Kaktusfarm ins Unermessliche gebaut habe, hatten wir genug Erde. Oder als wir dir die ganze Zeit Erde ins Inventar geworfen haben. Ja. Gut, da haben wir den Server auch extrem zum Laggen gebracht. Ja. Ich versuche so lange wie möglich hier den Server laufen zu lassen. Das Huhn kann scheißen. Und nicht mit meinen übertriebenen Bauwerken anzufangen. Also ich lasse den auch so lange laufen. Wie nötig. Ich meine damit, dass ich versuche nicht die Serverkapazität zu schrotten. Da musst du ein bisschen was bringen. Der hat 20 GB RAM, hat eine 500er SSD, ein 4-Kerner CPU. So was schrottet er mit Hand und Dreh. Also ich könnte den Instant down kriegen, den Server. Ich habe so das Gefühl dafür. Das war irgendwie schon immer so. Das war auch damals auf dem Vanilla-Server so. Ich join drauf, mach irgendwas, schwupp ist der Server down. Jeder redet vom Vanilla-Server. Ich hab nichts mitbekommen. Ja, du hast auch nur die guten Videos gesehen. Du warst nie live dabei. Ja. Du warst nie. Ich war dabei, ich war ja auch sogar noch beim Ender Dragon Kampf dabei. Ja, aber ich überlege gerade bei dem 1.14 Vanilla Server, Melvin. 1.14? Ja, da, bevor der zum Arc Server wurde, da warst du auf jeden Fall mit dabei. Ja. Okay, da waren auch nie die ganzen Verrückten von vorher dabei. Ich hab mir nur die Videos angeschaut von dem. Yannick und so. Yannick, Justin und. Ich doch beinahe noch mit Tiger zusammengekommen wäre. Auf dem Server. Mann, ich hab einiges verpasst. Ja, und jetzt will sie was von Tyrox. Der arme Kerl tut mir jetzt schon leid. Sie wollte auf dem Server nur was von mir, weil sie keinen Bock hatte, alleine zu sein. Wow. Ja, vor allem nicht mal ihre Höhle hat sie selber gebaut. Hier, CO2, der Septum ist weg. Ja, der kommt später wieder. Achso. Der schreibt mir gerade. Hey, hau ab, du Arschloch! Der wurde ja auch im Hintergrund gerufen. Es könnte sein, der hat jetzt seit kurzem einen Hund, dass der Hund irgendwie Probleme macht gerade. Achso. Ach, immer diese Hunde. Hey, kann es sein, dass der Hund von ihm Melvin heißt? Der macht nämlich auch mal ganz schöne Probleme. Wer macht hier Probleme? Du! Nee, du. 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 Du machst immer die Probleme. Ich versuche sie zu lösen. Aber, er schafft es jedes Mal. Ja. Aber hat, was ich brauche. Was brauchst du denn? Ich wollte eigentlich aufgehen. Ja, er war gerade dabei, für mich den Flux-Controller zu bauen. Jetzt hat er die Hälfte davon im Inventar und ich kann nicht weitermachen. Ja, gut. Beziehungsweise ich kann weitermachen, aber es wäre halt ein bisschen blöd, weil er, wenn ich es jetzt selber komme, weil er es hat schon. Und ich habe die Quest mit der 1000er F-Boutique jetzt endlich geschafft. Ja, apropos, mein Ding hier läuft einwandfrei. Wo kriege ich jetzt eigentlich Yellorium her? Sand. Sand, okay. Okay, und was muss Minimum sein? Minimum Iron 8% und Dia 12%. Ich habe nur ein Iron Mesh hier drin, das reicht vollkommen aus. Ich brauche aber krass. Mein Sand ist rot. Sand ist gut, rot. Dann denke ich mal, man hört sich morgen wieder. Ja, aber denk dran, noch früh bei Zeiten hier. Vor allem, wo warst du? Wo warst du heute früh? 10 nach 4? Ich war online. 10 nach. Ja. Ey. Also ich war. Ich krieg einfach keine Crew hier hin. Ich war online. Ich nicht. Ich hab's gesehen, du warst erst irgendwann 8 rum online, wo ich vom Einkaufen gerade hier hingekommen bin. Ja, ich hab doch gesagt, 8 Uhr.
Nö, war zu spät. Nein, lass dich nicht zelten. Dann bleib doch beleidigt. Nicht Boah. Im Ernst. Wieso beleidigt? Ich geh jetzt bei Tyrox klauen. Ja, achso, ja, bei dem sind Kühe gespawnt. Das ist mir jetzt egal, ob der die da selbst sich gesammelt hat. Die nehme ich jetzt mit. Aber es heißt nicht klauen, es heißt farmen. Farm. Wobei, es ist ja auch kein Clown, wenn er sich die nicht selbst besorgt hat. Nö, die spawnen ja random spawnen. Gut, dann bis morgen. Ja, in aller Frisch und morgen mal wieder auf dem Arc-Server, Mion. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, ein Spiel möchte nicht, dass ich die mit Kuh mitnehme. Jetzt bin ich ganz allein auf dem Server. Ich bin runtergeflogen? Ja. Okay, ich bin auf seiner Plattform gelandet und ist mein Spiel gecrashed. Ja gut. Der hat bestimmt irgendeine Sicherheitsmaßnahme eingebaut. Ey, es gibt die Turrets von Dings. Immersive. Das da rein. Die wir damals in den anderen Sky-Projekten hatten. Oder du hattest. Ja, ich weiß, welche du meinst. Joa. Bauset ihr doch. Ich muss einmal reconnecten, weil ich gar nichts höre. Okay. Wenn man die Fehler seiner Soundkarte kennt. Meine Soundkarte hat nämlich immer den Fehler, wenn ich den Taskmanager damit irgendwas zumache, meint sie, meine Soundkarte, ja, ich mach auch jetzt aus. Da ist eine richtige Soundkarte drin. Ja. Okay. Ich brauche halt Grassiets. Ich habe eine richtige Soundkarte und nochmal eine richtiges Dings Grafikkarte drin. Ja, eine richtige Grafik habe ich ja auch, eine 1050 Ti. Die habe ich auch. Aber auch OC, also overclocked? Nee. Ja, ich habe sie overclocked drin. Aber ich habe halt keine Soundkarte, ich nehme die Onboard-Soundkarte für alles. Ja, als ich da einen PC zusammengestellt habe, weil ich selbst zusammengestellt habe, ich mit jemand anders zusammen gemacht, habe ich zu meinem 18. gemacht und mein Opa hatte bis zu meinem 18. jeden Monat ein bisschen Geld an die Seite gelegt. Dass ich dann am 18. das Geld bekommen kann. Also an meinem 18. Geburtstag. Das waren dann mal knapp 1000 Euro. Das ist gut. Die sind komplett in den PC geflossen. Ja, da möchte man hoffen, dass der auch sehr lange hält. Ist nur eine Sache bisher nachgerüstet worden, weil ich weil ich unbedingt ein Spezialgehäuse haben wollte. Ein Gehäuse haben wollte, was ein bisschen teurer ist, plus eine teurere Maus haben wollte, habe ich im Nachhinein weiteren RAM erst gekauft. Ja, ich habe mir mein Gaming-PC auch fertig bestellt, aber nicht selber zusammengestellt. Der ist ja auch so schon mehr als gut. Und ich habe auch plus zwei neue Rahmen oder vom alten PC die 8 GB Rahmenriegel reingemacht. Da komme ich jetzt auf 32. Ich komme auf 8. Ja, und das reicht mir vollkommen aus, so wie der ist. Der hat 4 GHz, wenn ich den übertakte, hat er 4,2 GHz, 8 Kerne. Was will ich denn mehr? Ich habe damals 60 Euro für meine Maus bezahlt. 60 Euro für eine Maus? Mhm. Alles klar. Es war noch zu der Zeit, wo ich Hardcore MMOs gesuchtet habe. Da habe ich mir halt eine MMO-Maus gekauft mit 20 Tasten, die du alle einzeln programmieren kannst. Und insgesamt habe ich 60 verschiedene Programmierungen, kann ich drauf speichern. Weil die drei verschiedene Modis hat und jeder Modi ist unabhängig voneinander programmierbar. Ja, das ist und gut. An der Maus umstellbar. Ich kann also so 60 verschiedene Kommandos auf meiner Maus. Das ist gut. Jetzt hat man plus Größen verstellbar, gute Qualität, also da zahlt man gerne mal 60 Euro.
Ich habe eine ganze, ganz normale Standard-Gaming-Maus und Gaming-Tastatur, das reicht mir vollkommen aus. Das ist auch die, die ich eben mal verlost habe in dem Video. Ich habe das Problem, normal große Mäuse funktionieren in meiner Hand nicht vernünftig. Ich brauche größere Mäuse. Ja. Also die Maus, ich muss sagen, die läuft. Ich habe noch eine zweite Gaming-Maus und Tastatur von einer anderen Firma. Die Maus ist eigentlich sogar recht robust, die ist aus Metall. Hat da noch einen extra Knubbel unten. Ey, Arschloch, hör auf mich zu hauen. Ich weiß nicht, für was das Ding gut ist. Also ich habe auch noch eine Notfallmaus, nur das ist halt wirklich eine Notfallmaus. Die ist halt, die ist ein Drittel so groß wie meine richtige Maus. Ist aber von dem führenden Android-Handy-Hersteller. Okay. Man weiß, was ich meine. Look. Apple. Android. Apple? Ich weiß es jetzt halt nicht. Nee, ist. Die machen auch Fernseher. Fangen mit S an. Samsung. Ich wollte jetzt keine Namen nennen. Naja, hier passiert auch nichts auf meinem Kanal. Ja, trotzdem, ich nenne nicht so gerne Namen in Videos. Dann habe ich noch eine Maus, die ist halt wirklich klein, ist auch eher für Laptops gedacht, aber es ist halt. Wow, ich darf komplett Mobpacker starten. Es ist meine Notfallmaus. Beziehungsweise, wenn ich irgendwie mal zum Kollegen oder so fahre und meinen PC mitnehme, dass ich meine richtige Maus nicht mitnehmen muss. Weil das Kabel ist einmal über meinen ganzen PC verteilt. Schreibtisch eher gesagt, da bis ich das die Maus abgestöpselt habe und hinter meinem Schreibtisch hergeholt habe, brauche ich 10 Minuten. Das ist lang. So geht's mir aber mit meinen Studio-Kopfhörern. Ich habe jetzt vor kurzem erstmal neue Kopfhörer gegönnt. So richtige Tonstudio-Kopfhörer. Das Kabel ist 2 Meter lang. Ich könnte das eh mal um meinen ganzen Platz hier drum wickeln. Frostberry Shards habe ich. Ich brauche halt einfach Dirt, das geht nicht anders. Meine Güte. Dirt-Seeds. Ich mach's gerade eben noch auf die umständliche Weise, weil ich muss erstmal gucken, wo ich dann die aktuelle Dingsbums-Pflanzen anbaue. Die Mystical Agriculture, meinst du? Ja. Und ich habe an sich nicht viel Platz. Ja, ich habe nicht mal Dirt, um die irgendwo anzupflanzen. Deswegen brauche ich Dirt. Aber ich werde mir dann mit Tilebox sicherlich noch ein paar Erze snacken, damit ich die nächsten Maschinen bauen kann. Denn irgendwie, ich habe zwar hier jetzt ein bisschen was. Ach, gehst du bei Tilebox farmen? Boah, seine Kiste läuft ja über vor Erzen. Der kann ruhig was abdrücken. Es gäbe ja noch eine andere Möglichkeit, an Erze zu kommen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin froh, dass ich erstmal einen Generator unten habe, der jetzt durchläuft gerade. Das Portal wäre ja schon da. Es muss nur jemand eine Insel dafür kreieren. Das werden wir vielleicht machen, wenn Tyrox aus dem Urlaub kommt. Und so lange? Wie lange ist er im Urlaub? Eine Woche oder 2 Wochen. Ach, übrigens, die Person, die noch nicht auf dem Server war, ist gerade auf Discord online. In einem VC? Nicht im VC. Ich sehe nur, dass die gerade rechts an der Seite. Ja, da war sie heute schon öfters mal drin. Ja, die hat mir auch wieder geschrieben. Aber sie weiß auch, dass ich halt aufnehme und dadurch nicht gleich zurückschreiben kann. Du kannst ja mal zwischen den Folgen gleich gucken. Ja, mach ich gleich.